unsere Themen am Mittwoch. Update für Kamelanlage. Ein Solarkraftwerk auf den Dächern der Stadt. Und Cottbus bekommt einen Biofachmarkt. Das und mehr gleich hier bei LTV Aktuell. Gemeinsam basteln, Drachen steigen lassen und Drachenkünstler bewundern. Beim dritten Drachenfest am 3. Oktober zwischen Mauster Kiessee und dem künftigen Cottbusser Ostsee. Kommen Sie mit Ihren Kindern und Enkelkindern und genießen ein buntes und aktives Programm für die ganze Familie. Informieren Sie sich über die tollen zukünftigen sportlichen und kulturellen Möglichkeiten am Cottbusser Ostsee. Am 3. Oktober von 10 bis 17 Uhr am Ufer des Mauster Kiessees. Leinen los und auf zum dritten Drachenfest. Hallo und herzlich willkommen zu LTV Aktuell am Mittwoch. Unsere Sendung beginnt heute tierisch. Passend zum bevorstehenden Feiertag machen wir mit Ihnen einen Ausflug in den Tierpark. Da hat sich ja seit Jahren viel getan. Ich erinnere an das Raubtierhaus, die Känguruanlage oder Flamingolagune. Für die Besucher gibt es seit heute gleich am Eingang wieder etwas Neues zu sehen. So nah bekommt man die Kamele im Tierpark selten zu sehen. Eigentlich schade, denn keine Tierfamilie ist so eng mit dem Cottbusser Zoo verbunden wie sie. Seit 1958 gibt es hier schon Kamele, keine andere Anlage ist älter. Doch leider wurden die Tiere von einigen Besuchern kaum wahrgenommen und das, obwohl sie direkt hinter dem Eingang stehen. Damit sich das ändert, wurde umgebaut. Entstanden ist ein neues Dach, das sich Mensch und Tier teilen. Heute wurde der neue Teil der Anlage eröffnet. Jawohl. So. Ja, wir sind natürlich sehr froh. An dieser Stelle sind seit 1958 Kamele und es war doch so ein bisschen gerade bei schlechtem Wetter, ach, gehen wir mal weiter, die Elefanten 100 Meter weiter. Und jetzt haben wir hier ja ein Dach für Kamele und Besucher und man kann hier einfach mal verweilen und den Kamelen aus nächster Nähe zuschauen, den Kamelen ins Auge schauen und beim Fressen zugucken. Zusätzlich zu dem Dach gab es eine neue Beschilderung für Besucher. Außerdem wurden alte Eisenzäune im hinteren Bereich der Anlage entfernt und durch einen Graben ersetzt, den die Kamele nicht überschreiten können. Maßgeblich unterstützt wurde der Bau vom Förderverein des Tierparks. Knapp 28.000 Euro hat man dafür zusammenbekommen. Unser Ziel ist es, in jeder Hinsicht den Tierpark finanziell und logistisch in jeder Form zu unterstützen. Und der Direktor hatte gemeint, also hier müsste nun die älteste Anlage des Tierparks mal wieder etwas aufgefrischt werden. 5 Kamele der Art Trampeltier leben derzeit im Cottbusser Tierpark. Die teilen sich den Platz mit einigen Hissa-Schafen. Platz ist in der Anlage noch da, das will man auch nutzen und die Kamelzucht wieder ankurbeln. Wir haben immer gute Kamelnachzuchten gehabt und das hat so ein bisschen stagniert, weil wir nicht mehr den richtigen Hengst hatten. Und nun haben wir ein junges Kamelpaar, ein Tier aus dem Tierpark Berlin und eins aus dem Tierpark Thüle, ein junges Paar. Da werden wir uns noch ein bisschen gedulden müssen, dass wir dann hier wieder ein Fohlen haben, aber dann haben wir beste Voraussetzungen, auch wieder Kamele züchten zu können. Erst in 3 Jahren ist wohl mit dem ersten Nachwuchs zu rechnen. Bis dahin können die Kamele ihre neu gewonnene Aufmerksamkeit genießen. Am Cottbusser Karl-Thiem-Klinikum wurde heute das modernste Strahlentherapiezentrum in Brandenburg eröffnet. 13,4 Millionen Euro wurden in 2 neue Linearbeschleuniger, 2 komplett neue Strahlenbunker, einen modernen Patientenwartebereich und neue Hard- und Software investiert. Dadurch kann die radio-onkologische Therapie am CTK weiterentwickelt und Nebenwirkungen durch die Bestrahlung vermindert werden. Die Krebstherapie ist einer der Schwerpunkte am Klinikum. Derzeit werden täglich zwischen 80 und 100 Patienten mit Linearbeschleunigern bestrahlt. Cottbusser Probleme direkt bei der Stadtspitze ansprechen. Dafür dienen die Bürgerdialoge. Die Sommerpause ist vorbei, es geht weiter. Wie und wann, zeigen wir in den Kurznachrichten. Bürgerdialoge gehen weiter. Oberbürgermeister Holger Kelch und Stadtverordnetenvorsteher Reinhard Rogler führen die Gespräche mit den Cottbusern fort. Los geht's mit dem zweiten Teil des Jugenddialogs. Der läuft am 22. Oktober im Foyer des Piccolo-Theaters. Weiter geht's am 12. November in der Oberkirche. Dort kann mit Zeitzeugen des politischen Umbruchs von 1989 und 1990 geredet werden. Startschuss für Entwicklungsstrategie am Zuchthaus Cottbus.
Innerhalb der nächsten 8 Monate wird eine Entwicklungsstrategie für die Gedenkstätte Zuchthaus Cottbus entwickelt. Dabei sollen selbsttragende Nachnutzungsoptionen für befindliche Gebäude entwickelt werden. Ziel ist es, die Außenstelle des Stasi-Unterlagenarchivs in die Spremmiger Vorstadt anzusiedeln. Das Konzept wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit erstellt. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich in Form der Diskussion einbringen. Kennen Sie diese Frau? Sie hat mit einer gestohlenen EC-Karte Geld abgehoben. Die Tat ist bereits am 25. Juni passiert. Die Polizei hat bislang vergebens nach der Betrügerin gesucht. Mit Fotos von Überwachungskameras wird jetzt nach ihr gefahndet. Die Ermittler vermuten, dass die Frau beim Geldabheben jeweils eine Perücke getragen hat. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cottbus-Spree-Neiße unter 0355 4937 1227 entgegen. Ganz bequem mit dem Auto zur Arbeit fahren. Der ganz normale Alltag für sämtliche Angestellte im Berufsleben. Das ist aber halt auch umweltunfreundlich. In einem Bürogebäude im Cottbuser Norden wird dagegen etwas getan. Dort wird auf erneuerbare Energie gesetzt. Von außen scheint es ein ganz normales Bürogebäude zu sein. Doch die Technik vom Q48 Home of Business steckt auf dem Dach. Dieses kleine Solarkraftwerk versorgt das komplette Haus mit Energie. Nach einem Jahr Umbauphase ist das energieautarke Gebäude jetzt fertig. Jan Gravunder war hier mit der GS Company Selbstmieter und nicht ganz zufrieden mit dem Zustand des Gebäudes. Mit 3 befreundeten Privatinvestoren konnte die Idee eines zukunftsfähigen Bürokomplexes dann umgesetzt werden. Die Herausforderung war, ein Gebäude zu sanieren, das doch sehr, sehr runtergekommen war und wo man zwar noch die Substanz erkennen konnte, sage ich mal, aber es war schon eine Herausforderung, dieses Objekt wieder zum optischen Highlight herzurichten. Nur 2 Nachteile konnten die Investoren nicht mit einer Renovierung beseitigen: die Lage und die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Aber auch hier liegt die Lösung auf dem Dach. Die Photovoltaikanlage speist auch Strom in 2 Ladesäulen vor dem Haus. Doch damit allein ist noch kein CO2 eingespart. Es gibt für alle Mieter auch 2 Smarts, die sie kostenlos nutzen können. Wir haben ein Problem gelöst, denke ich, indem wir gesagt haben, wir stellen Mobilität inklusive zur Verfügung. Das bedeutet für die Mieter, die können entspannt zur Arbeit kommen, mit dem Fahrrad beispielsweise. Und wenn die tagsüber mal irgendwo in der Stadt Besorgung machen sollen oder sich vielleicht einfach mal einen Döner holen möchten, dann können die per App sich einfach das Fahrzeug mieten, einen Elektrosmart, der steht vorm Haus, und können den buchen, können den per App dann öffnen und können das Auto nutzen. Mit diesem Konzept wollen die Eigentümer vor allem zum Nachahmen anregen. Bis auf Jan Gravunder kommen alle anderen Investoren aus Berlin und Umgebung und haben trotzdem bewusst in die Lausitz investiert. Uns war es wichtig, weil hier ein Strukturwandel stattfindet, sprich die Braunkohle geht und die Solartechnik kommt, eine Tür geht zu, eine Tür geht auf, und wir wollen aktiv dabei sein, mitgestalten. So haben wir uns hier für dieses Haus entschlossen, um eine Photovoltaikanlage raufzulegen, und ja, letzten Endes geht es darum, zu gestalten, mitzugestalten. Und mitgestalten können auch die zukünftigen Mieter. Auf insgesamt 3000 Quadratmetern wird in der Querstraße 48 ab sofort umweltfreundlich gearbeitet. Die Hälfte davon ist noch frei für neue Mieter, die demnächst übrigens nicht nur ihr Auto, sondern auch ihre Fahrräder hier laden können. Es sind 3 Buchstaben, auf die die Deutschen immer mehr Lust haben. Bio soll es für viele in jeder Lebenslage sein. Die Nachfrage von Produkten direkt vom Bauern nebenan wird immer größer. In Cottbus gibt es einen Laden, der sich genau darauf spezialisiert hat. Und das Sortiment wird künftig noch umfangreicher sein. Frisch, knackig und regional. Bei Alexander Schömmel gibt es Produkte, die aus ökologischer Landwirtschaft kommen und umweltfreundlich verarbeitet sind. Er setzt im Naturkostladen Ehrenkranz genau darauf. Und die Nachfrage wird immer größer. Jeder beschäftigt sich mit dem Thema, jeder fasst das Thema an, was Nachhaltigkeit bedeutet, was auch Bio bedeutet oder auch Demeter. Jeder guckt dazu, wie er sich auch damit gesund ernährt und wie dies und jenes für den menschlichen Körper auch dazu anpasst. Das spiegelt sich auch beim Mittagstisch wieder. Im hauseigenen Bistro stehen gesunde, leichte und vegane Gerichte auf der Speisekarte. Den Aufschnitt für zu Hause gibt's gleich an der Theke nebenan.
Und das ist auch das Problem. Im gesamten Laden gibt es inzwischen zu wenig Platz. Wenn viele Kunden in den Laden kommen, miteinander in Konflikt halt geraten, was natürlich im negativen nicht im Sinne da ist, sondern auch im positiven Sinne, weil man ein soziales Umfeld hier sich entwickelt hat. Das Bistro ist zu klein geworden, es ist in dem Moment alles, ich sag's ganz einfach, es platzt aus allen Nähten. Der Naturkostladen in Ehrenkranz zieht deshalb vom jetzigen Standort am Gerichtsplatz in die Franz-Mehring-Straße um. Dort entsteht durch die EG Wohnen ein neues Wohn- und Geschäftshaus. Die Verkaufsfläche ist dann fünfmal so groß. Bei 1000 Quadratmeter kann das Angebot deutlich ausgebaut werden. So entsteht eine eigene Biobäckerei. Der bisherige Kosmetikbereich wird erweitert. Die Kunden werden dort dann individuell beraten. Mehr Platz gibt es auch im Bistro. Das Sortiment wird außerdem um deutlich mehr verpackungsfreie Waren erweitert. Da eine größere Ladenfläche aber auch mehr kostet, können die Kunden finanziell unterstützen. Das Crowdfunding, was ich gestartet habe für den Naturkostladen Ehrenkranz, ist in dem Sinne zu erreichen, dass der Laden nicht abhängig ist, unabhängig von allen Großmärkten, die es in der Region auch gibt. Der Naturkostladen soll frei entscheiden können, wie und was er sich gestaltet, was er dem Kunden auch anbietet und keine Vorschriften zu haben kann. Und die Investition ist ziemlich hoch und dadurch bitte ich die Cottbusser oder auch die in der ganzen Region Cottbus-Lausitz, diesen Laden zu unterstützen, damit wir vorankommen und dieses auch auf die Beine stellen können. Alle Infos dazu gibt's auf der Internetseite vom Naturkostladen. Die Kunden und Mitarbeiter müssen allerdings noch etwas auf den neuen Laden warten. Der eröffnet erst im späten Frühjahr 2020. Der heutige Tag fühlt sich für viele schon so an wie ein Freitag. Denn nach dem morgigen Feiertag gönnen sich viele einen Brückentag. Die Cottbuser Stadtverwaltung und das Kundenbüro der LWG bleiben unter anderem geschlossen. Störungen können natürlich trotzdem unter der Havarienummer 0800 0594 594 gemeldet werden. Ich nehme auch einen Brückentag und Christian Risse übernimmt dann morgen. Er muss trotz des Feiertags ran. Ihnen noch einen schönen Abend und bis bald. Wir bei Expert versuchen alles, um Menschen glücklich zu machen. Mit exzellenter Beratung, Service oder wie heute mit dem Expertenangebot der Woche. Wie der Bosch Waschmaschine für nur 499 Euro nach 50 Euro Sofortrabatt. Expert mit den besten Empfehlungen. Großes Einkaufswochenende anlässlich des Kindertobetags vom 4. bis zum 6. Oktober im Möbelzentrum Großräschen. Mit verkaufsoffenem Sonntag und unschlagbaren Preisvorteilen. Erleben Sie die neue, wunderschöne und kreative Wohnwelt von Zoom. Den eigenen Geschmack mit individuellen und erschwinglichen Designermöbeln kombinieren. Xun gibt es in Brandenburg nur im Möbelzentrum Großräschen. Möbelzentrum Großräschen. Das größte Möbelzentrum in der Lausitz, direkt an der B96. Der Showkoch Volker Hecht kocht Samstag live vor Ort. Tolle Aktionen wie der Riesenrutsche, Aquakugeln, Menschenkegeln und Kinderschminken warten auf die Besucher. Heute schon an Ihre Weihnachtsfeier gedacht? Im Moskito ist alles möglich. Kombinieren Sie Ihre Weihnachtsfeier am besten mit einem charmanten Cocktailkurs oder einem heißen Glühweinempfang. Jetzt reservieren unter info@moskito.biz oder telefonisch unter 0355 288 90 444. Moskito, enjoy the sunshine. Die erste Hälfte der Nacht wird sternenklar, später zieht es sich zu, bleibt aber noch trocken. Auf 8 Grad geht es runter. Der Feiertag startet anfangs verregnet. Im Tagesverlauf wird es stürmisch, bleibt dann aber trocken. Auf 11 Grad geht es rauf, perfektes Wetter also, um Drachen steigen zu lassen. Der Freitag wird zweigeteilt. Die Sonne scheint bis zum Mittag, dann zieht es sich zu und fängt an zu regnen. Die Höchstwerte liegen bei 12 Grad. Ihre Hauptuntersuchung ist fällig? Sie wurden schuldlos in einen Unfall verwickelt und suchen einen Schadengutachter Ihrer Wahl?
Dann gleich zur DEKRA Cottbus, egal ob mit oder ohne Termin. Entweder beim neuen DEKRA Prüfwürfel an der Jet-Tankstelle Lipetzka Straße 8 oder im Gewerbeweg 7. Nutzen Sie auch die Online-Terminvereinbarung unkompliziert und schnell. DEKRA in cottbus.de oder telefonisch unter 0355 87 73 0. Du suchst wieder mal deinen Mietvertrag, die letzte Betriebskostenabrechnung für die Steuererklärung. Das ist nun vorbei mit der neuen App zum EGWohnen Kundenportal. Die App ist gratis erhältlich. Einfach installieren und anmelden. Telefonwartezeiten einfach sparen. Jederzeit die eigenen Vertragsdaten sehen. Alle Dokumente finden. Alles auf einen Blick, auch den gesamten Schriftverkehr mit uns. Schnell und unkompliziert. Das Suchen kannst du nun vergessen. Den hast du gleich zu lesen. Malverbot, Berufsverbot, Essverbot, Trinkverbot. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Mich haben sie beauftragt, das Malverbot zu überwachen. Ich bin am nächsten dran. Die glauben, dass Malen gefährlich ist. Die glauben, dass ich gefährlich bin. Wir werden zusammenarbeiten, Siggi. Gegen uns beide. Da kommt keiner an. Wollen wir zusammen malen? Du sollst ihn beobachten, aber du darfst da nicht malen. Brauchbare Menschen müssen sich fügen, mein Junge. Aus dir machen wir was Brauchbares. Wo willst du hin? Du musst es deinem Vater sagen. Du hast dich vor ihm gezeigt. Angeboten hast du dich ihm. Du bleibst stehen. Kommst du wieder? Du musst ihm helfen! Wir werden ihn umbringen, ist euch klar. Er hat dir gezeigt, wie man Schmerz malt. Max! Tu nur meine Pflicht. Und wenn sie dir befehlen, mich umzubringen, dann tust du das auch. Wochenkurier. Hier sind sie zu Hause.